schönen Nachmittag. Mein Name ist Matthias Friedrich, ich bin stellvertretender Bezirksvorsteher in Hietzing. Und heute befinden wir uns vom Bücher- und Geschenkeladen in Obersankt Veit auf der Hietzinger Hauptstraße 147, weil es hier etwas ganz was Besonderes gibt. Seht es hinter mir? Mehr als 200 Kinder haben sich zusammengetan und Geschichten geschrieben. Spannung ist garantiert. Lesen ist Abenteuer im Kopf und ich bin unglaublich stolz, ein Teil dieses Buches sein zu dürfen. Hallo, ich bin die Franziska und bin 10 Jahre alt und meine Geschichte heißt Das Teigmännchen. Hallo, ich heiße Bruno und ich habe eine Geschichte geschrieben, die heißt Anubis. Da geht es um einen Mann, der erzählt selbst seine Geschichte. Er reist in die Zeit zurück und ist dann in Ägypten. Hallo, ich heiße Mia, bin 7 Jahre alt. Meine Geschichte heißt Die Geisterstunde. Viel Spaß beim Lesen. Hi, ich bin der Milo, ich bin 10 Jahre alt. Ich habe die Geschichte Der Untergang von Atlantis geschrieben. Darin geht es darum, dass die Riesenkraken die Insel Atlantis versenken wollen. Wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, dann könnt ihr bei einem der Länder, wenn ihr es rückwärts liest, etwas entdecken. Ich glaube halt, in Kinderköpfen wohnen ganz viele Geschichten und mir war das ganz wichtig, die in ein Buch zusammenzufassen. Und ich habe viel gelacht, ich habe mich gewundert und ich bin bei jeder Geschichte ein bisschen schlauer geworden.